Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine heavenlose Seele anzunehmen bei Vizin Flammengwoll in die Schreckensnarbe an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehme die Quest gleich mal an. Und nun darf ich mich in die Instanz die Wappenwehr begeben. Das mache ich jetzt in diesem Fall über den Dungeon Fuser. Wie man sieht, wo ich kann ich noch nicht, aber ich melde mich für normal an. Und sobald ich weiß, ob die Seele einfach vom Boss zu looten ist oder sie irgendwo in der Nähe liegt, werde ich es euch zeigen. Da ist das Amalgam der Seelen schon tot und die heavenlose Seele ist direkt vom Amalgam zu looten. Da war sie auch schon, heavenlose Seele. Um die Quest allerdings abzuschließen, darf ich noch den Endboss dieser Instanz besiegen, Lord Wappenkrone, und dann darf ich erst die Quest abgeben. Da ist auch schon der Endboss dieser Instanz besiegt. Nun mache ich einfach Instanzgruppe verlassen. Habe mich nicht weit weg begeben vom Quest-NPC. Falls ihr irgendwo in der Welt gewesen seid, müsst ihr natürlich den Dalavan Feuerstein benutzen, und sobald ihr alles erledigt habt, dürft ihr die Quest bei Vizin Flammengwoll abgeben in die Schreckensnarbe an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!